Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich schon wieder, denn ich habe gestern ein bisschen gegossen. Ich musste ja die neuen Formen ausprobieren und ja, irgendwas ist da, entweder ist es wirklich noch zu früh, aber ihr seht, es biegt sich alles noch ziemlich, aber wir werden jetzt trotzdem ein Pop-out machen, denn ja, ich möchte einfach sehen, wie die neuen Formen geworden sind. Ich habe schon ein paar Teile rausgeholt und schaut mal. Die ist doch wirklich wunderschön geworden. Die gefällt mir richtig gut. Seht ihr das? Hier vorne auf dieser Kugel. Ne? Da sind kleine Sterne und sogar die sind mit abgedrückt. Gedruckt. Ja, es sind ein paar Luftblasen drin. Ich habe auch nicht groß drauf geachtet. Ich habe einfach Harz reingegossen und... Ja, also gefällt mir sehr gut, von der Dicke her auch. Das ist das. Dann haben wir einmal hier die Krone. Es ist alles noch ziemlich weich. Ich hoffe, es härtet noch durch. Ja, dann haben wir einmal diese. Die finde ich auch richtig toll. Man könnte es eventuell auch zweifarbig. Das habe ich hier versucht. Ja, von hinten ist mir alles ein bisschen übergelaufen. Darum müsste man das hier alles noch ein bisschen wegschneiden. Aber es funktioniert und ich finde, das sieht richtig toll aus. Jo. Es ist aber wirklich eine ja, ziemliche Piddelarbeit. Hier haben wir das Einhorn und selbst da kann man das Auge und die Nüster erkennen. Also das finde ich schon ziemlich toll. Und das gefällt mir auch sehr gut. Es ist von der Dicke her schön. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Dann habe ich hier nochmal diesen kleinen Stern. Dann habe ich versucht, das Schloss zweifarbig zu gießen. Es sieht ganz okay aus, aber ja, da könnte man... Ist bestimmt noch verbesserungswürdig, aber da war ich zu ungeduldig. So, dann habe ich ja hier diese Mario-Form. Da habe ich auch einfach nur Reste reingegossen. Ich muss mal schauen. Also es ist alles noch extrem weich. Und ja, ich... weiß nicht warum. Also normalerweise müsste es schon viel, viel härter sein. An alle Gießer da draußen, erzählt mir doch mal. Also ich habe das Gefühl, umso leerer die Flaschen werden, irgendwie, wann stimmt dann die Mischung nicht? Ich kann euch das schlecht erklären. Also die Flaschen werden leerer und... Ja, irgendwie härtet dann das Harz nicht mehr richtig durch. Ich kann euch das gerade nicht erklären. Aber vielleicht kennt ihr das und wisst, was ich meine. Und dann, ja. Es kann nicht an den Farben liegen, wobei das hier ist schon wieder ein bisschen härter. Ich weiß es nicht. Weil ich habe die Farben ja auch in die Totenköpfe gegossen und die sind alle komplett hundertprozentig durchgehärtet. Also... Ja, das ist einer dieser Pilze. Da habe ich dann total falsch rum gedacht. Ich habe gedacht, auch den Pilz rot, die Flecken weiß. Hä? Der Pilz hätte natürlich weiß sein müssen und die Flecken rot. Ja, ich weiß. Ja, so ist das, ne? Ja, ich bin gefragt worden, wo ich diese Form her habe. Ich habe etwas bei Otto Versand Hamburg, bestellt. Und ja, per Zufall habe ich dann diese Form da gesehen und habe sie mitbestellt. Ich habe aber auch gesehen, es gibt diese Form auch bei eBay. Und ihr könnt sie also auch bei eBay bestellen, wenn ihr... Oh. Ja, und hier das Weiße, das ist wieder komplett weich. Also ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Wobei ich diesen Stern ja schon richtig cool finde, ne? Euch das an. Ist der genial. Ja, ich hoffe, sie härten noch durch. Und hier habe ich dann den Mario. Den habe ich einfach mal in Gelb eingegossen. Da muss ich erstmal schauen, wie ich den wirklich farbig eingieße. Aber der ist auch cool. Der ist ja mal cool. Wenn man jetzt hier noch ja alles so ein bisschen, die Hose, den Schnauzer und die Kappe farbig absetzt. Ja, finde ich cool. So,
Dann habe ich, ja, das sind ja meine selbstgegossenen. Also nicht wundern, ich habe da etwas rumgeklebt. Und ja, ich möchte euch aber mal zeigen. Schaut mal, ist die toll. Und vor allem, da ich ja den Abdruck von einer Flosse gemacht habe, die bereits lackiert war, ja, ist meine Form jetzt auch glänzend. Die Formen, die ihr sonst bei Ali oder so kauft, die sind nicht glänzend. Die sind matt. Und meine Form ist halt glänzend und da freue ich mich natürlich. Aber auch das ist noch ziemlich weich. Und dann habe ich hier oben einfach einen Seestern. Da war so viel Platz, da habe ich einfach noch einen Seestern ja, dazu gesetzt. Finde ich auch ganz süß. Ja, und das ist halt die Form, die muss ich halt jetzt mal ein bisschen sauber machen. Aber die finde ich auch richtig toll. Das macht richtig viel Spaß, die Formen selber zu gießen. Und hier habe ich auch noch eine, die finde ich auch richtig toll. Da hat man gleich den Anhänger fertig mit Öse. Hinten noch ein bisschen befeilen und ordentlich das hier alles wegschneiden oder wegfeilen. Und schon, da könnte man natürlich auch was Kleines eingießen. Also die Form finde ich auch richtig toll und die ist auch hochglänzend. Ja, was nehmen wir als nächstes? Wir nehmen jetzt erstmal diese Formen hier. Das sind die Formen, die ich von Cyndia gekauft habe. Da habe ich die Flügel. Die werde ich jetzt auch lackieren. Warum hat er das jetzt nicht? Ja, genau. Die werde ich jetzt auch erst lackieren, damit sie glänzen. Und dann werde ich sie abformen. Der ist ein bisschen sehr dick geworden. Den muss ich dann angleichen, aber... Ja, also wie gesagt, die werde ich erst lackieren und dann abformen, damit ich dann genau wie bei der Flosse auch eine glänzende Form habe. Das gefällt mir nämlich viel besser. Und hier seht ihr, das klebt noch richtig. Also da ist, glaube ich, irgendwas schief gegangen. Da muss ich echt... Was da nicht stimmt. So, das waren diese Formen. Dann würde ich mir gerne mal die Bunnies anschauen. Auch da hatte ich schon mal einen rausgeholt, aber auch der war viel zu weich. Und ja... Das ärgert mich gerade, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und zwar hier. Dadurch hat er jetzt natürlich hier so eine blöde Ecke, obwohl der eigentlich ganz toll aussieht mit diesem Glitzer. Ich lege den jetzt einfach mal so rum. Die anderen hatte ich noch nicht raus. Mal schauen, wie die aussehen. Weil eigentlich glänzt die Form richtig schön. Ja. Okay, den hatte ich anscheinend doch schon raus. Der ist nämlich jetzt auch so verknutscht. Ja, das ärgert mich. Ich weiß nicht, was das ist. Warum das jetzt nicht... Vielleicht ist auch meine Waage kaputt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist einfach ja, ärgerlich. Wobei, die hier sind schon wieder hart. Und ich habe sie alle ja aus einem Topf gegossen. Also... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was ich da falsch gemacht habe. Ich werde wohl wieder zu meiner Airbrush-Farbe zurückschwenken. Und wobei es mit den Farben wirklich gut funktioniert hat und die Totenköpfe alle durchgehärtet sind. Ja, ich weiß es nicht. Und die sind wirklich lustig. Ich werde hier noch eine Nase und Augen. Und ja, dann schauen wir mal, was das wird. Ne? Also die gefallen mir ganz gut. Ich denke, da kann man richtig coole Kawaii-Häschen draus machen. Na, komm raus. Ja, die ist auch gut. Das ist auch fest. Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht liegt es... Ich weiß nicht, woran es liegt. Die sind auch fest und die sind ja wie Gummi. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, hier habe ich den Piraten gegossen. Und schaut mal. Ist der nicht toll? Ist der nicht klasse? Also ich finde den total klasse. Der ist auch cool. Dann habe ich hier das Fernrohr. Ja, finde ich super. Also ich finde die Form klasse. Anker.
Ja, der hat ein paar Luftbläschen. Aber wie gesagt, ich habe auch nicht drauf geachtet. Ich habe es einfach reingegossen. Und ja, hier diese Medaille. Die ist auch ganz schön geworden. Hat auch gar keine Luftblasen. Doch in der Mitte ein bisschen, aber gut. Ja, ihr seht ja, ich habe es einfach reingegossen. Hier sind noch ein paar Reste einfach reingelaufen. Also die Formen werde ich erstmal alle sauber machen müssen, weil ich so rumgesaut habe. Ja, und hier, oh, da klebt schon einer von den Buchstaben dran. Naja. Ja, hier hatte ich auch wieder versucht, zweifarbig zu gießen. Ist nicht perfekt, aber ich muss sagen, es gefällt mir trotzdem schon ganz gut. Also es funktioniert, aber es ist wirklich eine Fiddelsarbeit. Und ihr seht, ich habe die Form total versaut, weil ich einfach ja so reingegossen habe, ohne groß drauf zu achten. Hier haben wir so ein Partyhut. Und hier auch nochmal, ups, ein Partyhut. Dann haben wir hier das Geschenk. Also das kann man wirklich, wenn man mit einem Zahnstocher das reinmacht, kann man die wirklich mehrfarbig gießen, ohne Probleme. Dann habe ich hier einmal die Torte gegossen und die ist auch wieder komplett weich. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es wirklich an der Farbe. Vielleicht. Aber die sieht auch richtig toll aus. Schaut mal. Ich finde die total schön. Und auch die könnte man ohne Probleme mehrfarbig gießen. Aber da muss man sich dann einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen. Die hatte ich gestern leider nicht. Das musste ein bisschen schnell gehen. Und darum habe ich die einfach so einfarbig gegossen. Erstmal muss ich aber jetzt meine Formen wieder sauber machen. So, dann haben wir hier die Buchstaben und da ist das A schon rausgekommen. Und die, muss ich sagen, sind schön geworden. Ich hole mal ein paar raus. Wobei die auch noch nicht ganz durchgehärtet sind. Aber sie lassen, die Formen sind sehr fest, das muss ich sagen. Aber die Teile lassen sich trotzdem sehr gut auslösen. Sie sind schön, sie sind matt, gut, aber man kann sie lackieren oder man benutzt sie so. Da werde ich auch noch ein paar Buchstaben von gießen und farblich sortieren. Hier habe ich dann mal, ja, da habe ich auch wieder einfach nur Reste reingegossen. Dafür sind diese Formen, glaube ich, genau ideal, einfach zur Resteverwertung. Vor allem die Buchstaben. Jo. Das sind diese. Dann habe ich ja noch hier diese. Das ist die Teekanne. Die ist auch wieder gut geworden. Die sind auch fast durchgehärtet. Und die Tasse dazu. Die sind richtig schön. Die gefallen mir gut. Da werde ich noch mit Farbe ein bisschen was. Und hier auch den Cupcake. Da werde ich noch ein bisschen was drauf malen. Dann haben wir hier noch die Uhr, die ist auch richtig toll geworden. Ja, die gefallen mir wieder gut. So, und dann kommen wir hier zu den kleinen Formen. Und da habe ich auch schon reingelunzt, muss ich zugeben. Ich bin ja so neugierig. Und schaut mal, die sind auch richtig toll geworden. Die gefallen mir sehr gut und die gefallen mir auch so matt sehr gut. Wobei ich auch denke, ich werde die lackieren und dann nochmal abformen, um eine glänzende. Und hier, die sind wirklich sehr, sehr fest, die Formen. Da muss man schon ziemlich biegen, um da die Rosen rauszubekommen. Aber ich finde sie trotzdem richtig schön. Und auch die kleinen, die habe ich noch nicht geschaut, aber auch die sind richtig schön geworden. Schöne Formen, muss ich sagen, gefallen mir gut. Ja, die ganz kleinen, die haben wieder ein paar Luftblasen. Ja, und hier ist ein bisschen wenig Harz drin gewesen. Aber die Formen sind wirklich schön, gefallen mir gut. So, dann schauen wir uns mal die Sterne an. Schauen. Ja, die sind wieder ziemlich weich und ja, aber die sind toll. Schaut mal.
von der Seite. Die haben so eine richtige Spitze. Also ich finde die richtig schön. Da kann man auch schön Sachen mit verzieren. So sieht man das am besten. Die sind toll, gefallen mir richtig gut. Nun einmal blau. Ich hole die mal raus und zeige euch die dann. Ja, hier ist wieder ein bisschen was daneben, aber ansonsten finde ich die richtig schön. Sind toll geworden. Gefallen mir gut. Auch das, finde ich, ist eine richtig schöne Form. Und ich glaube, die Formen sind auch ideal für Leute, die mit Fimo arbeiten. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. So, hier haben wir wieder eine ganz weiche. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die ist wieder sehr weich. So, die ist richtig toll. Schön geworden. Sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, das Harz ist noch nicht ganz durchgehärtet. Aber auch die richtig schön. Also gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier zwei kleinere. Oh, und die sind auch richtig toll geworden. Da ist was drin. Aber sonst sind die schön. Von der Form her sind die wirklich richtig schön. Toll, gefallen mir gut. So, und zu guter Letzt haben wir hier die Herzchen. Die auch erstmal welche raus. Oh, die sind auch schön. Könnt ihr das so erkennen? Ich glaube, da ist der Hintergrund nicht so. Ich nehme mal die hier. Sieht man das, glaube ich, besser, ja. Die sind auch schön. Die gefallen mir richtig gut. Schaut mal, das sind so richtig schöne, bauchige Herzen, die mir wirklich richtig gut gefallen. Die sind schön. Ich hole jetzt mal die anderen hier raus und lege sie euch wieder auf die Form, damit man das besser erkennen kann. So. Ja, und hier sehen auch ganz toll aus. Hier ist ein bisschen übergelaufen. Und da auch. Aber ansonsten eine ganz schöne Form. Richtig toll. Ja, ihr Lieben, das war erstmal mein kleines Pop-up. Ja, ich hoffe, dass die Teilchen noch durchhärten. Ich lasse sie jetzt einfach noch mal liegen bis morgen. Und ja, einzelne sind schon fest und hier, die sind schon richtig fest. Und ja, die sind überhaupt nicht fest. Die sind wie Gummi. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Bei denen kann ich mir nur vorstellen, da habe ich von der Pearl-Farbe reingemacht und dann habe ich noch ein bisschen von meiner Airbrush-Farbe dazu getan. Vielleicht hat sich das irgendwie nicht vertragen, aber hier, das ist ja auch weich und da habe ich überhaupt keine Farbe mit dazu gemacht. Die habe ich einfach nur mit dem Blau eingefärbt, meine ich. Oder? Weil das Rosa, das ist, die sind wieder hart. Ich verstehe es nicht. Ich glaube bei dem Weiß, da verträgt sich die Airbrush-Farbe mit der anderen Farbe nicht und darum, ja, sind die so weich geblieben. Das könnte es sein, weil hier ist das Rot okay und das Weiß ist halt, ja,
Und hier auch das Rot, das ist eigentlich okay, das härtet auch fast durch. Und das Weiß ist wie Gummi, da habe ich wohl mit der Farbe, also ich glaube, es liegt daran, dass die Airbrush-Farbe zusammen mit dieser Pearl-Farbe sich nicht verträgt und darum härtet das nicht richtig aus. Und hier, wo ich nur die Pearl-Farbe benutzt habe, das ist nämlich richtig durchgehärtet. Ja, haben wir wieder was dazugelernt, ne? Also entweder nur diese Pearl-Farbe, so wie hier, da habe ich nur die rote Farbe benutzt und Glitzer. Das wird noch durchhärten. Das ist zwar jetzt noch ein bisschen flexibel, aber das ist morgen dann richtig durchgehärtet. Genau wie bei denen, die werden auch noch durchhärten. Hier bin ich mir nicht sicher. Es kann sein, dass ich da auch einen Tropfen Airbrush-Farbe zugetan habe und schon ja, härtet das nicht richtig durch. Das werde ich auf jeden Fall testen, indem ich nochmal einen Testguss mache. Weil hier, die sind auch fast durchgehärtet, die Herzen auch. Nur da, wo ich dann halt noch weiße Airbrush-Farbe dazu getan habe, das ist nicht durchgehärtet. Und daran wird es also liegen. Also, es kann ja schon mal sein, dass sich Farben untereinander nicht vertragen, weil hier, seht ihr, das ist wie Kaugummi und die hier, ja, die kriege ich fast gar nicht mehr gebogen. Jo, haben wir wieder was dazugelernt. Ich werde es aber noch mal liegen lassen, mal schauen, ob es noch was wird. Ansonsten werde ich diese hier einfach zum Testen benutzen, um zu schauen, wie sieht es aus, wenn ich da jetzt ein Gesicht drauf male oder wie male ich das Gesicht am besten so, damit es gut ausschaut. Und ja, und die hier, die kann ich wirklich verwenden. Da werde ich dann noch was draus machen und die auch. Und hier, jo. Schauen wir mal. Zum Abformen kann man die immer noch gebrauchen. Und die sind einfach auch toll. Die sind wirklich schön. Die werde ich lackieren und dann werde ich davon eine Mold machen. Jo. Ansonsten. Ja, ihr Lieben. Das war mein kleiner Test. Wir haben wieder was gelernt. Airbrush-Farbe und die Pearl-Farbe von Action verträgt sich nicht. Also... beim nächsten Mal lassen wir die Airbrush-Farbe weg oder die Pearl-Farbe. Und jo. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur gezeigt haben. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, wie mein Test ausgegangen ist. Es hat nicht ganz so geklappt, wie es sollte, aber es ist trotzdem okay. Ich bin jetzt nicht ganz unglücklich. Es sind ein paar Teile dabei, die ich dann jetzt wohl in die Tonne hauen muss, aber... so ist das, wenn man was testet. Und ja, ansonsten sollte ich etwas davon verarbeitet haben, werde ich euch das natürlich dann wieder zeigen, wie es geworden ist. Und damit verabschiede ich mich erstmal und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.